Hier schon eine Bild vor mit dem MSC Wind U270 Netbook mit einem 12,1 Zoll Display und dem neuen AMD Dual Core Prozessor E350. Dieser unterstützt auch 640 GB beziehungsweise da wir Windows 7 Home Premium mit dabei haben, auch mehr als 2 GB RAM und ja, mehr Festplattenspeicher, wie ihr unten ablesen könnt. Das Gerät ist super schnell durch den neuen Prozessor und hat auch eine lange Akkulaufzeit. Schauen wir uns aber zuerst mal die Anschlüsse an, denn Benchmark gibt es dann auf enable.com. Wenn ihr alles hier genauer weiter nachlesen werdet, wir haben Kopfhörer, Mikrofon, zwei USB 3.0 Anschlüsse sogar, SD-Kartenleser, LAN-Port und Kensington Lock. Hier auf der Vorderseite ist nichts, bis auf den Lautsprecher. Und auf der anderen Seite ist noch ein USB-Anschluss mit Strom, glaube ich sogar, wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Es ist blau, also eventuell auch hier USB 3.0 und auf der anderen Seite USB 2.0. Nagelt mich da nicht fest. HDMI, Lüfter, WGA und Stromanschluss. Wir haben eine 1,3 Megapixel Webcam an der Oberseite. Tastatur ist Chiclet, fühlt sich gut an. Es biegt sich nicht zu stark durch hier, auch bei diesem Pre-Production-Gerät nicht. Touchpad fühlt sich auch eigentlich ganz gut an. Im Vergleich dazu, dass hier alles spiegelnd ist, ist das schön matt gehalten. Wir haben separate Maustasten, die sich auch hier schon, wow, sehr eigentlich effizient anfühlen, nicht zu laut sind. Das Display kann man nicht leider weiter zurückkippen, wie ich es gerade gesehen habe von der Seite. Und ja, von außen haben wir auch noch so ein schönes Schwarz mit kleinen Vierecken und einem MSI-Logo, das hier auch nur aufgedruckt ist. Das war das U270 von der CES 2011. Ich bin Balazs Gál und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.